Ziegele! Ziegele! Hoi, hoi, hoi! Ziegele! Ziegele! Hoi, hoi, hoi! Bunt, närrisch und endlich wieder ausgelassen. In Heidelberg sind nach Corona nicht nur die Narren wieder los, sondern es wird bei bestem Wetter auch das 175-jährige Fastnachtsjubiläum gefeiert. Der Heidelberger Faschingsumzug ist damit einer der ältesten in ganz Deutschland. War mega, ich kann kaum noch sprechen, die Stimme ist ein bisschen weg, aber genau das gehört dazu. Ganz viel großartige Erlebnisse. Und auch die Besucher finden die Stimmung genial. Wir feiern das Fest, so wie sie fallen, endlich wieder dürfen wir feiern. Das ist ganz, 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 ganz toll. Die Kinder lieben es und die Mamis müssen natürlich mit. Seit 3 Jahren das erste Mal wieder ein gescheiter Faschingsumzug bei geilem Wetter. Was gibt's Besseres? Das Wetter ist schon mal ein Highlight. Wir sind ein Highlight und dass Heidelberg der 175-jährige Jubiläum haben, ist auch ein Highlight. Und wir feiern selbstverständlich auch mit. Und mit uns auch die 73 Umzugswagen und die rund 150.000 Besucher. Wir sind jetzt circa bei der Hälfte des 175. Heidelberger Fastnachtsumzugs und man muss einfach sagen, die Stimmung ist riesig. Wahnsinnig viele Menschen hier an der Strecke, viele jubeln, es gibt so viele Hajos und Hellau und Ahois, das ist verrückt. Nicht nur aufgrund der Corona-Pause zieht es die Menschen heute nach Heidelberg, sondern auch weil zahlreiche Umzüge in umliegenden Städten und Gemeinden abgesagt wurden, wie der große gemeinsame Fastnachtsumzug von Mannheim und Ludwigshafen. Hier haben die Mannheimer heute Straßenkarneval gefeiert. Das hat der Stimmung aber keinen Abbruch getan. In Heidelberg konnte der Umzug dagegen wie gewohnt stattfinden. Und nicht nur das, die Karnevalsvereine wurden von der Stadt finanziell unterstützt. Wir haben jetzt zum Jubiläumsumzug nochmal 200.000 Euro den Verein zur Verfügung gestellt, damit sie ihre Fahrzeuge instand setzen können. Das ist ja alles Ehrenamt. Und die Vereine organisieren das selber. Deswegen muss man auch von der Stadt unterstützen, gerade in so einer Situation nach einer harten Corona-Zeit. Und da gehen sie begeistert mit. Die Menschen lieben es. Putin, das Mullah-Regime im Iran, die Ampelregierung oder korrupte Fußballfunktionäre. All das ist heute, anders als bei den Rosenmontagsumzügen in Köln und Mainz, kein Thema in Heidelberg. Und auch in Mannheim möchten die Narren die Weltlage einfach mal hinter sich lassen. Klar wurde das ganze Thema thematisiert, aber jetzt ist Fasching und jetzt haben wir ein bisschen Spaß und dann denken wir wieder an unser andere. Soll man sich den ganzen Spaß nehmen lassen? Das finde ich nicht gut. Man muss manchmal auch den Kopf freikriegen und einfach mal wieder, ja, was anderes sehen und leben und dann geht's weiter. Da schließen wir uns doch einfach mal an und sagen bis zum nächsten Mal und hoffentlich dann auch wieder mit einem Umzug in Mannheim und Ludwigshafen.